Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Tour-Review, diesmal mit Combiner Wars Deluxe Class Alpha Bravo. Und Alpha Bravo ist hier ein Teil der neuen Combiner Wars Serie, die im Januar 2015 auf den Markt gekommen ist. Und ja, Hasbro hat hier versucht, ein etwas vages Experiment zu starten, indem sie einfach einen Charakter der Superion-Figuren quasi komplett verändert haben und einem neuen Namen ihm gegeben haben. Ich würde jetzt behaupten, es ist Slingshot in einer neuen Version. Allerdings hat er hier den Namen Alpha Bravo. Alpha Bravo ist für mich persönlich ein ziemlich gelungener Charakter. Er gefällt mir sehr gut. Und es passt halt zwar nicht ganz so sehr zu Superion, weil Superion hauptsächlich aus Jets besteht. Allerdings ist hier Alpha Bravo als Charakter, so wie er hier jetzt gegeben ist, wirklich echt klasse. Bevor wir jetzt aber erstmal zur Figur kommen, zeige ich euch, was mit dabei ist. Mit dabei haben wir hier die Karte mit Alpha Bravo. Quasi einmal drauf. Wir sehen es hier nochmal. Ein schönes Artwork. Echt super gemacht. Dann einmal Combiner Wars, die Anleitung, die comichaft gemacht wurde. Finde ich echt super, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, ansonsten wird bei Alpha Bravo noch mitgeliefert ein Gewehr und ein Standfuß. Ja, bevor wir jetzt aber natürlich zur Figur kommen, möchte ich euch erstmal die Verpackung zeigen. Die Verpackung ist ziemlich cool gelungen. Wir haben hier einmal das große Artwork, was von IDW quasi entstanden ist. Und ja, wer IDW nicht kennt, es ist ein amerikanischer Comic-Verlag, der hier mit besten Transformers-Comics jemals gezeichnet hat, die allerdings leider offiziell nicht in Deutschland so erschienen sind. Ja, ansonsten, was haben wir hier? Wir haben hier einmal das Transformers-Logo auf schwarz, finde ich sehr gut gelungen. Das Generations-Logo. Oben, wie gesagt, über das komplette Blister den Alpha Bravo als Charakter. Vorne sehen wir einmal Alpha Bravo als Helikopter-Modus. An der Seite sehen wir, Superion wird mit ihm gebildet und er ist Teil 4 von 5. Oben sehen wir nochmal einmal Superion. Auf der Rückseite sehen wir jetzt quasi Alpha Bravo einmal in der Roboter-Variante und hier unten einmal in der Helikopter-Variante. Auch hier ist natürlich bei der Figur die anderen Charaktere mit abgebildet, die zusammen Superion bilden, bis auf den Decepticon Dragstep, der hier definitiv zur Wave 2 gehört, trotzdem schon mit hineingepackt wurde. Und dafür haben wir dann quasi den letzten Charakter Skybolt quasi dann in der Wave 2. Das heißt Skybolt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Charakter hieß. Ich müsste dann selbst nochmal nachschauen. Korrigiert mich und wenn, könnt ihr es natürlich in den Kommentaren auch hinterlegen. Ansonsten haben wir hier oben schön abgebildet ihn im Fußmodus. Man kann ihn natürlich auch zum Arm machen, was ich bevorzuge, weil es sieht einfach besser aus. Dazu aber später mehr. So, und dann wollen wir doch mal schauen, mit was es weitergeht. Weiter geht's hier natürlich mit dem weiteren Zubehör und ja, Alpha Bravo wird hier noch geliefert mit diesem recht schicken Gewehr, was wirklich strotzt mit ziemlich vielen Details und eine ganze Menge hermacht. Und man sieht hier schön auch die Munition, die hier außen drin ist. Echt geil, auf jeden Fall, hier außen nicht. Das heißt, es ist wirklich so ein Munitionsgurt mit drin, es macht echt was her. Ja, und ansonsten könntet ihr hier unten die Waffe auch noch ihm unter den Helikopter packen. Was ich allerdings nicht so schön finde, deswegen bevorzuge ich es quasi den Fußmodus ihm dran zu packen. Grund ist einfach der, dass dieser Fuß hier vorne zwei Gatling Guns hat und natürlich nochmal einiges mehr hermacht. So, ansonsten ist die Figur im Weiß gehalten, sehr schönes Weiß sogar. Und hat hier das Autobot-Symbol abgebildet. Die Autobot-Symbole und Decepticon-Symbole sind bei dieser Toyline aufgedruckte Labels, die wie Sticker wirken, auch die kann man richtig fühlen. Allerdings sind sie wirklich fest aufgedruckt und nicht ablösbar. Ja, ansonsten hat er goldene Raketen, oder wie gesagt, so bronzefarbene Raketen. Blaue Verzierung,
schwarze Scheiben. Diesmal aber komplett alle Scheiben schwarz, was ich sehr schön finde. Das Einzige, was hier fehlt, sind die Seitenscheiben. Die könnte man theoretisch nochmal einpainten. Das muss man halt selbst sehen, wie man das möchte. Ja, ansonsten unten drunter, die Details sind auch nicht schlecht. Wir sehen hier einmal den Combiner-Port, den Kopf des Roboters und hinten den Rotor. Der Rotor, der ist auch drehbar. Das könnt ihr eben selbst gestalten, wie ihr wollt. Und ja, ansonsten hat er hier oben noch den Rotor, hoppala, der sich auch richtig gut drehen lässt. Ja, und der ist natürlich auch in verschiedenen Wegen dann auch klappbar. Entweder so, dann eben für die Verwandlung, oder halt so, wer es dann halt wie ein Rasenmäher möchte. Ja, das ist dann jedem selbst überlassen. Ich finde diese Position zum Beispiel für den Arm-Modus von Superior nicht schlecht. So, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier noch diesen schönen Fuß mit dabei. Dieser Fuß lässt sich auch gleichzeitig in die Hand verwandeln. Er hat hier hinten diesen hinteren Standfuß quasi, diesen C, wie auch immer. Und den könnt ihr natürlich hier, wenn ihr die vorderen Finger rausklappt, den so herum, nach vorne dreht, so, nach oben winkelt, je nachdem welche Hand sein soll, könnt ihr es natürlich auch zu der Hand verwandeln mit ziemlich geilen Gatlings vorne. Absolut geil. Deswegen bevorzuge ich sowieso, dass Alpha Bravo die Hand wird. Denn ganz ehrlich, ich finde eine Gatling Gun vorne an den Fäusten dran doch schon deutlich schöner als an den Füßen. Ja, kommen wir da jetzt aber erstmal zur der Figur an sich. Die Figur ist sehr schön, wie gesagt, und ihr habt die Möglichkeit, jetzt einfach mal den Größenvergleich zu sehen. Viele sagen, dass die Figuren wirklich extremst klein sind. Einige vermuten hier stark in Richtung Legend-Größe. Nein, die sind deutlich größer. Es reicht nicht nur jetzt hier an diesem Prawl Deluxe Class Größe locker ran. Ihr seht auch, er ist deutlich größer. Nein, diese Figur ist auch von Detailgrad, von der Beweglichkeit etc. definitiv auch bei Deluxe anzusiedeln. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Die Verwandlung ist ziemlich simpel. Bevor ich euch allerdings den Robotermodus zeige, zeige ich euch erstmal den Fußmodus, weil dieser Fußmodus aus diesem Helikoptermodus quasi herausgebildet wird. Das heißt, ihr öffnet hier oben einmal das Dach, was quasi später die Füße werden. Dreht hier das Cockpit auf, dreht es herum. Hier vorne ist jetzt ein kleiner Slot und hier ist dieser Stift. Den verbindet ihr jetzt hier so miteinander. Das gleiche auf der anderen Seite noch einmal. So. Anschließend dreht ihr hier die Rotoren nach oben. Dreht jetzt dieses komplette Rückenteil einmal nach oben. Löst es. Gleich eins dazu, hier hat Hasbro ein bisschen unklug quasi diese Pins verteilt. Diese Stecker hier, diese länglichen, sind extrem lang. Das heißt wirklich so lang hier wie dieses ganze Teil. Ihr müsst das Teil wirklich nach oben winkeln, ansonsten brecht ihr hier, wenn ihr es nur nach oben dreht, so auf Dauer jedenfalls die Pins kaputt. Das heißt, ihr dreht es jetzt einfach so nach oben, dreht jetzt hier diesen kompletten Connector nach oben. Was ihr machen könnt, ist den Kopf andersherum zu drehen, dann ist er quasi auch von hinten nicht als Gesicht wahrnehmbar. Anschließend dreht ihr, wie gesagt, hier die Rotor nach oben und dreht jetzt dieses komplette Teil an dem Double Joint nach unten und drückt es hier in diesen Pins wieder hinein. So, jetzt sind die Rotoren hier schön fest, fallen nicht raus. Und ihr könnt als Alternative natürlich auch die Rotoren außen befestigen, was euch natürlich lieber gefällt. So, jetzt könnt ihr hier die Beine nach, oder wie gesagt, das Bein an sich bilden, hier unten dran klatschen und schon ist quasi der Fußmodus fertig. Ja, ich finde ihn jetzt als Fuß, wie gesagt, nicht ganz so schön. Deswegen würde ich ihn eher in den Armmodus jetzt verwandeln. Dazu nehmt ihr einfach den Fuß erstmal ab. Dreht hier oben den Rotor. Am besten sicherheitshalber erstmal auseinander. Dreht ihn nach oben. Dreht die Arme ab. Löst hier oben die Beine aus dem Heli-Modus.
ist manchmal ein bisschen tricky. So, hier oben genauso. Vorsichtig lösen. Verlängert die Beine zum Robotermodus. Verbindet die wieder. So, aber anstatt jetzt den Roboter fertig zu bilden, ja, versuchen wir jetzt erstmal natürlich den Armmodus zu bilden. Das heißt, ihr dreht jetzt hier wieder den Kopf in die richtige Richtung. Dreht den nach hinten. Dreht jetzt dieses ganze Teil einmal so zur Seite. So nach vorne. Dreht jetzt hier unten die Faust so zur Seite. Dreht die Hand nach außen. Dreht das Ganze rum. Die Daumen nach oben. So. Anschließend dreht ihr hier oben die Raketen im 90-Grad-Winkel nach oben. So. Den Arm mit dem Rotor dreht ihr nach unten. Könnt jetzt hier natürlich wie belieben den Rotor bilden. Ich habe es jetzt so, weil es dann wirklich besser verstaut ist und als Waffe auch dient. Anschließend dreht ihr hier hinten dieses ganze Teil wieder nach oben. Ist nicht ganz quasi verwandelbar. Einmal das Ganze nach innen drehen oder nach außen, wie ihr es möchtet. Ich würde es jetzt so für den Robotermodus machen oder für den Armmodus. Dreht jetzt hier die Arme einmal so herunter. So, und schon ist quasi der Armmodus fertig. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier diesen kompletten Arm natürlich mit Superion zu verbinden. Im Armmodus hat diese Figur wirklich gute Beweglichkeit. Sie hat hier quasi durch das Hüftgelenk und das Kniegelenk einen sogenannten Double Joint. Ihr könnt den Arm richtig hochwinkeln. Ihr könnt ihn auch seitlich anwinkeln. Lässt sich drehen. Die Hand lässt sich auch drehen. Also hier hat Hasbro echt wirklich eine Menge gute Arbeit geleistet. Und ich bin echt hellauf begeistert über diese Figuren. Mir gefallen sie auf jeden Fall echt gut. So, bevor wir jetzt weitermachen, nehmen wir erstmal hier unten die Hand ab. Denn wir formen jetzt den Roboter. Dazu drehen wir jetzt die Arme einfach nach vorne. Drehen jetzt einfach diesen Connector nach unten in den Bauch rein. Drehen den Kopf einmal herum. Drehen die Beine herum. So. Splitten diese. Und hier hinten drehen wir jetzt die Rotoren nach innen. Und schon haben wir Alpha Bravo im Robotermodus. So, wir können ihm natürlich jetzt noch die Waffe in die Hand geben. Und alternativ können wir ihm natürlich auch noch diese Waffe hier in die Hand geben. Dazu drehen wir einfach hier. Unten ist ein kleiner Pin. Gucken, ob ich euch den zeigen kann. Hier ist ein kleiner Pin und hier ist ein kleiner Slot. Na, da. Das dreht ihr jetzt einfach so nach innen, dass es so aussieht. Und jetzt könnt ihr das Ganze rumdrehen und es ist eine quasi schwere Waffe, die ihr ihm in die Hand geben könnt. So, machen wir doch einfach mal. Und schon ist Alpha Bravo schwer bewaffnet. Alpha Bravo, wie gesagt, ist eine ziemlich geile Figur. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr. Das Kopfdesign ist ausgezeichnet. Allerdings muss ich sagen, hat Hasbro hier von der Farbe irgendwie zwar eine gute Idee gehabt, aber eine schlechte chemische Mischung genommen. Denn man sieht hier, erstens, es ist übergemalt und zweitens, diese Lackfarbe blättert relativ schnell ab, was ich sehr schade finde. Macht aber jetzt dieser Figur keinen Abbruch. Ansonsten haben wir hier das Autobot-Symbol. Der Connector passt perfekt in den Brustkorb hinein. Die Hände, finde ich, sind auch sehr schön gestaltet. Auch hier innen drinnen einige Details, um die Hohlräume quasi zu füllen. Sehr schön. Der Blaster, habe ich auch vorhin schon gezeigt, wie gesagt, ist sehr schick gemacht. Ansonsten die Schultern haben auch ein paar Details, auch super schön. Das Rückenmodul passt sich perfekt ins Bild. Ihr könnt hier, wenn ihr wollt, den Connector nochmal nach hinten drehen. Oder ist das der Connector? Was rede ich noch für einen Schwachsinn? Den Rotor. Der Kopf ist auf einem Balljoint. Ihr könnt ihn nach oben winkeln, nach unten winkeln, drehen, wie auch immer. Komplett nach oben drehen. Also ihr seht, die Beweglichkeit ist enorm.
Die Arme könnt ihr oben an den Schultern um 360 Grad drehen. Das ist kein Problem. Ansonsten habt ihr hier oben noch ein Gelenk in dem Ellenbogen drin. Der Arm kann nach oben, nach unten gedreht werden, gerade gemacht werden. Ihr hört selbst, er hat wirklich hier so ein zahnradartiges Gelenk. Finde ich extrem gut die Idee von Hasbro. Dadurch hat die Figur deutlich mehr Stabilität. Die Hüfte kann gedreht werden wegen der Transformation. Die Oberschenkel haben mehrere Gelenke. Einmal hier oben dieses Kugelgelenk. Ein seitlich drehendes Gelenk, sogenanntes Swivel-Gelenk. Ein Kniegelenk, mit dem man die Knie wirklich um beinahe 90 Grad drehen kann. Hier unten der Fuß lässt sich ein bisschen bewegen. Ja, und ansonsten hat diese Figur wirklich ein sehr nettes Design und Hasbro hat hier wirklich den mutigen Schritt mit Bravour gemeistert, einen Helikopter quasi ins Superion-Team zu nehmen. Und ich würde einfach so sagen, Hasbro, weiter so. Ich könnte aber auch allerdings glatt vermuten, dass dies vielleicht sogar für eine dritte oder vierte Wave der Charakter für zum Beispiel den Combiner mit dem Feuerwehrfahrzeug, dem Helikopter, dem Krankenwagen und dem Motorrad ist. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Defensor, genau, das war der Name. Dafür könnte das hier quasi einer der Charaktere sein. Wer weiß, was der Hasbro uns auf jeden Fall noch zeigen wird. Und ja, diese Figur ist einfach schön in der Bewegung, in der Transformation, in allen Modi, auch im Robotermodus. Sie erinnert sehr stark an die Generation 2 Line in den 90er Jahren und muss hier sagen, Hasbro, ihr habt hier echt wirklich absolut wirklich für jeden Sammler eine Retro-Figur rausgebracht, die natürlich auch mit den anderen Figuren gleichzieht und wo sich der Kauf auf jeden Fall lohnt. 10 von 10 Punkten in allen Modi, super geile Figur. Auch was das Painting angeht, absolut 1A, wenn auch leider die metallene Farbe leicht abblättert, wenn man Pech hat. Und ja, ansonsten holt sie euch. Die Figur kostet so in etwa 22 Euro circa und ist ab sofort überall in Deutschland erhältlich. Ansonsten natürlich auch über das Ausland. Und holt sie euch. Alle 5 zusammen mit den anderen Teammembern ergeben Superion und er ist echt ein Hingucker, holt sie euch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, das Review hat euch ein wenig gefallen, auch wenn ich manchmal ein wenig kompliziert rede, wie auch immer. Ich gelobe Besserung, ich denke mal, das wird schon klappen. Wir sehen uns demnächst, bis dahin, ciao, euer Rex4.